Meine Schulzeit ist keine schöne Zeit gewesen. Meine Schulzeit war schon verdammt hart. Ich bin auf einem privaten katholischen Junggymnasium gewesen. Ich bin nach Hause gegangen nach der Schule, wie alle. Es war kein Internat. Ich bin schon nur tagsüber dort gewesen, wie andere klassische Schulen auch. Allerdings war es auf jeden Fall stark zu spüren, dass es ein privates Gymnasium war, dass es ein katholisches Gymnasium war. Vor allem war es sehr elitär. Es war sehr, sehr weiß, sehr deutsch, sehr christlich sowieso. Es war dadurch, dass es nur Jungs waren, war es sehr anstrengend für mich, Freunde zu finden. Es war, also ich war schon immer der Außenseiter. Also, naja, die ersten 5., 6., 7. Klasse, die ersten Jahre, die waren noch nicht so schlimm. Da habe ich schon zwar gemerkt, okay, ich bin anders als alle anderen. Ich habe schon angefangen zu merken, ich bin auf jeden Fall nicht heterosexuell. Ich hatte eine Zeit lang vielleicht noch gedacht, ich wäre vielleicht bisexuell. Es war aber wirklich ganz kurz nur, weil eigentlich war es ziemlich schnell für mich sicher, dass ich nicht auf Mädchen stehe und dass ich mir da auch nichts vormachen möchte. Ich habe ziemlich früh gewusst, dass ich damals habe ich mich noch als schwul definiert. Heutzutage würde ich mich nicht mal als schwul definieren, aber vielleicht dazu später mehr. Ich habe schon damals gemerkt, dass ich halt nicht auf Mädchen stehe, dass ich nicht heterosexuell bin und anders bin als die anderen. Es war schwierig, Freundschaften aufzubauen. Es war schwierig. Die Jungs haben ziemlich schnell gemerkt, dass ich anders bin als die. Es gab Phasen in der Schulzeit, wo ich sehr beliebt war, wo ich viele Freunde hatte, viele Kontakte geschlossen habe. Ich hatte auch immer mal so einen Status von, ich war der, also Klassenclown würde ich nicht sagen, aber der oft Späße gemacht hat, der oft die Lehrer getriezt, geärgert hat. Ich war auch von 2, 3 Lehrern, ich war Fan von 2, 3 Lehrern. Ich hatte 2, 3 Lehrer von mir, waren sehr gute Freunde von mir, die mich auch durch die Schulzeit gebracht haben. Also wären diese 2 Menschen nicht gewesen, wäre meine Schulzeit gänzlich die Hölle gewesen. Aber zum Glück hatte ich sie und ich hatte halt auch ab der Oberstufe einen sehr, sehr guten Freund. Ansonsten war es schwierig. Ich wurde oft angefeindet, ich wurde auch angegriffen. Verbale Gewalt war Alltag. Ich wurde oft als Schwuchtel bezeichnet. Ich hatte einen Namen, mit dem ich von allen angesprochen werde, der mir sehr, sehr unangenehm ist. Nichtsdestotrotz hatte ich aber auch einige Erfahrungen mit Jungs in der Schule gemacht. Also, ich hatte eine meiner ersten sexuellen Erfahrungen war in der Sportumkleidekabine, während alle anderen Sport hatten. Ich habe mit Jungs innerhalb des Unterrichts unterm Tisch rumgefummelt. Und interessanterweise waren es teilweise immer die Jungs, die immer so diese Anführer der Cliquen waren, die coolen waren. Und dadurch hatte ich, glaube ich, eine gewisse Macht auch. Also ich hätte es auch spielen können, was ich nie gemacht habe. Das war mir wichtig. Aber ne, also ich hatte so Hintergrund, hatte ich schon so irgendwelche. Ich wurde auch, also wenn ich wollte, hätte ich diese Beziehung nutzen können, damit man mich in Ruhe lässt. So, es war noch, also ich habe auch relativ oft einfach Jungs von denen einfach noch nach der Schule mit nach Hause genommen. Wir haben rumgemacht oder wir haben auch einfach so Computer gespielt. Es war nicht nur sexuell, aber es gab schon auf jeden Fall Erfahrungen. Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, war, dass in jeder Klasse, also ich habe 2, 3 Mal die Klasse auch gewechselt, einmal weil sitzen geblieben, nee, 2 Mal sitzen geblieben und auch einmal so die Klasse gewechselt, weil ich mich da nicht wohl gefühlt habe. Das war so krass, dass ich dann tatsächlich dann wechseln musste. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, war, dass in jeder Klasse mindestens 2 Schwule oder 2 Jungs waren, die homoerotische Erfahrungen machen wollten. Genau. Im Nachhinein habe ich jetzt so, keine Ahnung, wie viele Jahre ist das her? 5, 6, 7, 8, keine Ahnung. Habe ich so, was StudiVZ, Facebook angeht, so mitbekommen, sodass auch der ein oder andere von denen auch wirklich jetzt mittlerweile schwul lebt. Genau. Freundschaften aus der Schulzeit ist nur eine erhalten blieben. Mein
bester Freund, den ich in der Schulzeit kennengelernt habe, der auch schwul ist. Wir haben uns ziemlich schnell wahrgenommen, ziemlich schnell auch dann, also zuerst hatten wir uns so ein bisschen vorsichtiger umeinander herumgeschlichen, haben uns auch ein bisschen angezickt und dann hat es dann irgendwann Klick gemacht und wir wurden beste Freunde unzertrennlich und haben dann die letzten paar Jahre dann auch die Schulzeit miteinander dann halt durchgestanden. Also ich habe dann irgendwann auch die Schule abgebrochen. Es hat für mich dann einen Moment gegeben, wo ich gesagt habe, nein, ich will das nicht mehr. Bis hierhin und nicht weiter. Das ist für mich reiner Psychoterror, vor allem auch mit den Lehrern, die halt mir nicht alle wohlgesonnen waren. Ich war denen halt zu extravagant. Manche haben mich arrogant genannt, zu eigen. Dann habe ich irgendwann gesagt, das reicht für mich. Ich komme nicht mehr. Ich lasse es jetzt. Ich versuche es auf einem anderen Weg. Genau. Ich hatte eine Lehrerin, wie gesagt, das war meine Klassenlehrerin. Sie war nicht nur meine Lehrerin, sie war eine wirklich gute Freundin. Sie wusste sofort, wann es mir schlecht geht. Ich habe sie anrufen können außerhalb der Schulzeit. Ich habe sie auch zu Hause besucht. Sie war für mich da. Sie war ganz doll für mich da, wenn es mir nicht gut ging im privaten Bereich, wenn ich Stress zu Hause hatte. Sie war für mich da, wenn ich Stress in der Schule hatte. Sie hat Gespräche eingefordert in der Klasse. Sie hat Aktionen und Kampagnen einberufen. Sie hat es immer wieder thematisiert. Von ihr habe ich auch Begriffe gelernt wie Feminismus. Diese Lehrerin würde ich auf jeden Fall, sie und noch eine andere Person, die sind für mich sowas wie Mentoren. Also sie sind auch ganz maßgeblich dafür verantwortlich, dass ich auch jetzt der Mensch bin, der ich bin. Ja, andere Lehrer haben nicht eingegriffen, andere Lehrer haben es sogar unterstützt. Also der eine oder andere, meistens Männer, waren tendenziell auch sehr homophob. Ich hab Sätze im Kopf, die ungefähr so sind wie, ja, wenn du dich so benimmst, bist du selber schuld. Das war, ich bin in einer Freizeit, auf einer Klassenfahrt, war sehr, sehr schwierig für mich. So, ich war ziemlich alleine, ziemlich viel verbale Gewalt erlebt und wollte auch nach Hause, habe auch ziemlich oft weinen müssen und war sehr traurig. Und bin halt ständig, aber in Momenten, wo es mir gut ging, bin ich rumgehüpft. Ich war immer schon eine sehr aktive, hüpfende Person einfach. Und in dem Moment meinte er zu mir so, ja, wenn du so rumhüpfst und so aufgedreht und so bist, so, er wollte bestimmt damit eingehen, so, wenn du dich so schwul verhältst, dann bist du selber schuld. Ne? Lustigerweise ist dieser Lehrer auch schwul. Man hat es nie zu Wort gebracht in der Schule. Alle wussten es, aber auch das Lehrerkollegium wusste es, aber er hat es nie selber öffentlich gemacht oder thematisiert. Andere waren halt aber auch, ne, also ich habe oft homophobe Sprüche auch von Lehrern bekommen. Ne, vor allem auf diesem erzkatholischen privaten Gymnasium. Ne. Warum ich auf diese Schule gekommen bin, es war kein Zwang. Meine Eltern haben mich nicht dazu gezwungen. Es war die Schule, die am nächsten von uns war, von meinem Wohnort. Es war die Schule, die den besten Ruf hatte. Und ich hatte die Wahl. Ich hatte die Wahl und ich wusste halt überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Ich habe halt gehört, Gymnasium, also es stand auch zur Debatte, ob ich auf ein Gymnasium gehe oder auf eine Realschule. Und wo meine Eltern schon mich ein bisschen gepusht haben, war, geh eher auf ein Gymnasium, da hast du dann bessere Chancen. Meine Eltern wollten halt immer, dass ich das Leben führe, was sie nie führen konnten. Denen war sehr wichtig, dass ich eine akademische Karriere haben werde. Ne? Die wollten, dass ich möglichst viel Bildung genieße, möglichst ein hohes Bildungsniveau erreiche und dann halt auch, ne, eine andere Art von, ein anderes Leben anzielen kann. Sie haben mich, aber ich kann mich genau erinnern, dass sie mich gefragt haben, möchtest du das? Und ich war halt auch, ich habe gesagt, so, wow, toller Ruf, eine tolle Schule, Gymnasium. Ich habe es halt besser nicht gewusst damals und habe mich dann halt zusammen mit meinen Eltern dafür entschieden. Im Nachhinein hätte ich würde mich aufheilen, ich würde den kleinen Toni mit, wie alt ist man, 12, gesagt, so schütteln und sagen, nein, mach das nicht, geh da nicht auf diese Schule. Also die Tatsache, dass da die ersten 10, ne, die ersten, also 5. bis 10. Schuljahr keine Mädchen da waren, in der Oberschule hat sich das dann nochmal geändert, dann wurde das geöffnet, was vieles erleichtert hat. Ich würde da nicht nochmal hingehen, nein.